Moment. Bitte. Bitte. Hier. Setzen ja. Sie sich. Okay. Was kann ich für Sie tun? Hören Sie, Frau Andres. Ich habe eine große Erbschaft gemacht. Nun bin ich steinreich. Aber eins bereitet mir großes Kopfzerbrechen. Sie müssen wissen, mein verstorbener Urgroßonkel, Heribert von der Kappelburg aus dem Schoße Württembergs, hat mir einen Auftrag hinterlassen. Ich soll die verschwundenen Geschichten aus der uralten Familienbibel finden. Moment. Vorsicht. Vorsicht. Ja. Schauen Sie. Vorsicht. Sie müssen wissen, diese Bibel ist von unschätzbarem Wert. Allerdings nur, wenn sie vollständig ist. Ja, und ja, Frau Detektivin, deswegen bin ich bei Ihnen. Ich möchte Ihnen den Auftrag geben, die 6 verschwundenen Geschichten zu finden. Wissen Sie, da bin ich genau die Richtige für diesen Job. Sehr gut. Alte, verstaubte Geheimnisse sind mein Spezialgebiet, müssen Sie wissen. Perfekt. Ah, aber nun müssen Sie gehen. Geben Sie mir doch Ihre Karte. Ich melde mich bei Ihnen. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Was soll ich denn jetzt nur anfangen? Oh. Familienbibel. Was soll das denn? Was soll ich denn jetzt als erstes tun? Eine leere Seite. Und da steht nur, alle rufen Hosianna. Oje, was könnte das denn jetzt bedeuten? Ich muss mir die Bibel noch genauer anschauen. Vielleicht finde ich da noch einen Hinweis. Also, ich gehe mal los.